schauen, wo die vier Pfähle hinkommen. In jede Himmelsrichtung muss einer im Osten, einer im Westen. Daran wird der Baum befestigt, damit er gut gegen Wind geschützt ist. Und dann jeweils ein Pfahl im Norden und einer im Süden. Und in welchem Abstand? Wir sind jeweils im Abstand von 1 Meter zueinander. Wie tief soll das Pfahlloch sein? Also der Pfahl soll nachher 1,80 Meter groß rausgucken. Das ist so. Und dann hat er nämlich die richtige Höhe, dass man den Baum noch unterhalb der Krone festbinden kann. Okay. Der Pfahl soll halt nicht zu weit rausragen, nicht dass er dann oben in der Baumkrone ist. Denn er soll nur so lang sein, wie der Stamm als solcher hoch ist. Ne? Und was ist das Problem hier? Das Problem ist, dass wir den Bock etwas höher gebaut haben, als für die Stammlänge von diesem Baum optimal gewesen wäre. Die Baumschule hat gesagt, sie liefert uns Bäume, die 1,80 Meter hoch sind, von der Stammhöhe her. Und der ist jetzt bei 1,50 Meter, 1,60 Meter, hat er schon seinen Astansatz. Ne? Was ist die Lösung? Wie gehen wir damit jetzt um? Ja, der wird sowieso nicht alle Äste behalten. Die 3 Leitäste, das werden diese hier werden später. Und dann lassen wir ihn erstmal so wachsen die ersten Jahre und machen die unteren Äste ab. Danke. Wie man sieht, ist hier eine gesägte Kante. Man nimmt diese Kante nach unten, damit sich darauf kein Wasser sammeln kann und es einfach länger hält, weil es nicht wegfault. Hier oben läuft es einfach viel besser ab. So. Du hast es gerade angenagelt, worauf ist da besonders zu achten? Dass man den Nagel möglichst weit reinschlägt, dass man es nicht gerade ganz am Rand nagelt, sondern ein bisschen weiter in der Mitte, so im ersten Drittel, dort und dort. Ja, und 2 Stück. Oh. Gerade rein? Brettseite. Bisschen schräg. Den einen schräg nach oben, den anderen schräg nach unten. Dann ist das quasi wie verkeilt ein bisschen. Dann kann man es nicht rausziehen oder fällt nicht ab. Jetzt schneiden wir das Band mit ein bisschen Reserve ab. Weil die Bäume ja in den ersten Jahren noch wachsen. Machen wir ruhig ein bisschen mehr. Zum Schluss alles ein bisschen. Das heißt, der Stamm wird dicker und er braucht mehr Platz. Das heißt, man muss die Nägel dann in ein paar Jahren wieder rausziehen und ein bisschen nachsetzen, damit der Baum weiter wachsen kann. So, worauf muss man hier achten, wenn man das spannt? Ja, wir haben jetzt ja 4 Pfähle gesetzt, aber wir müssen nicht den Baum unbedingt an allen 4 Pfählen festbinden, sondern das reicht vollkommen, wenn man es an 2 macht. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass man einen Pfahl wählt, der in östlicher und in westlicher Richtung steht, gegenüber. Dass man sozusagen in der Hauptwindrichtung, der Wind kommt ja meistens aus Westen, dass man da den Baum gesichert hat. Ja? Das ist am wichtigsten. Euch sind ein paar Fehler aufgefallen beim Pflanzen. Könnt ihr nochmal sagen, was so die ganz wichtigen Dinge sind, was ist schiefgelaufen und worauf hat man genau zu achten, dass das nicht mehr passiert? Ja. Also das Pflanzen direkt ist wahrscheinlich gut gelungen, aber das Anbinden gehört dazu und da ist es, da sind hier ein paar Sachen uns aufgefallen. Da ist diese Bindung, die den Baum nachher festhält, viel zu kurz ausgeführt, die können wir nicht mehr nachsetzen, zu kurz abgeschnitten. Auf der falschen Höhe wurde gebunden, das hätte höher gebunden sein können und dementsprechend hätte man auch den Sonnenschutz und diese Schilfraummatte höher setzen können. Das hätte man verbessern können, ja, oder besser machen können. Hier beim Nageln hast du auch was moniert. Worauf ist da zu achten? Ja, da ist es optimaler, den Nagel, hier sieht man es noch besser, den Nagel so weit reinzuschlagen, wie es überhaupt geht, damit der Nagelkopf das Band einklemmt und nicht nur der Nagelstift das Band hält. Das würde nämlich sonst schnell ausreißen. Es muss eigentlich der Kopf sein, der das Band runterdrückt und festhält, richtig klemmt. Dann achtet darauf, dass ihr zu Anfang nicht zu viel Erde reinmacht. Dann hat man hier dieses Problem, das richtig oben ranzulegen. Aber hier auch nicht so nah ran. Also das muss auf jeden Fall offen bleiben. Das wächst jetzt hier noch ein in den ersten Jahren. Das ist ja so ein bisschen umtüdeln. So. Muss die Gasengröße irgendwie kann die größer gewählt sein? Die was? Diese Gasenfenster. Die Maschenweite ist 13 mm. Das Standardmaß. Also kleiner, also größer darf man es nicht machen bei Mäusen, da kommen die durch sonst. Ich habe
Also in die äußeren Bereiche vom Pflanzloch, nicht direkt an die Wurzeln. Da kann man Mist reinmachen ins Pflanzloch. Das hilft dem Baum nachher schnell in den ersten Jahren an Nährstoffe zu kommen und gibt ihm auch die Richtung vor, wo seine Wurzeln hinwachsen sollen. Schön auch zu den Seiten. Es ist wichtig, dass der Mist nicht direkt auf die Wurzeln raufkommt, weil er noch unverrottet ist. Ja, das ist schon fast fertig. Was man jetzt noch machen muss, die restliche Erde, die man rechts und links vom Pflanzloch verteilt hat, wieder ein bisschen zusammenkehren und so einen kleinen Gießring hier entziehen. Ne, dass man, wenn man dann ein paar Eimer Wasser reinmacht, dass die nicht zur Seite weglaufen, sondern am Stamm bleiben. Das wäre noch wichtig. Das sieht man hier schön. Der erhindert die Erde dann nachher daran, also erhindert das Wasser daran, dann zur Seite wegzufließen. Hier sieht man, das Wasser läuft in irgendwelche unterirdischen Löcher noch rein. Das heißt, da ist noch nicht richtig verdichtet. Und das Wasser wird jetzt den ganzen Baum ein bisschen einschlemmen, dass genug erdreich um die Wurzeln nachher rum ist. Sodass dann nicht irgendwie noch so unterirdische Keller hier unterm Baum bleiben. Also für jeden Baum nochmal 2 Eimer Wasser. Oder auch 3.